Charlie tut sehr gern Fernsehen, vor allem Fußball und Tierdokumentationen. Bei Tierdokus ist er dann immer ganz mutig und springt auf und bellt den Fernseher, wenn da irgendwie irgendein Rudel Wölfe zu sehen ist. Aber im echten Leben ist dieses Bürschchen ein Feigling. Wenn wir spazieren gängern und in 50 Metern erschnuppert der Charlie einen Hund, dann legt er sich erstmal ganz flach auf den Boden. So lange, bis dieser Hund bei uns ist. Warum machst du immer so oft gefährlich und wenn es dann im echten Leben hart auf hart kommt, dann machst du einfach einen Rückzug? Das passt auch nicht. Bei der nächsten realen Hundebegegnung versuchst, tough zu bleiben, okay? Wir bleiben dann ganz cool. Da du. Dann zu.